So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Ja, da kamen gerade wieder die Nachrichten, wo ich überall angegriffen werde, wieder reingeflattert. Meine sehr verehrten So, den Schlachtplan mache ich erstmal zu, weil das ist jetzt ist es aktualisiert. Ah, die Schlacht von der Bude haben wir gewonnen, ja, schön. Die Schlacht von der Bude? Ja, das ist eine ganz bedeutende Schlacht gewesen damals so. Ja, damals. Da sind die ja nämlich in die Bude einmarschiert, ne? Ja, die sind richtig einmarschiert. Dann gab es erstmal Stimmung. Eins, zwei, das sind noch zwei verkackte Provinzen. Das werde ich ja wohl irgendwie mal hinkriegen. Naja, dann sind es, ja, zwei verkackte Provinzen. Ja. Das haben zwei verkackte Provinzen so an sich, dass es meistens zwei verkackte Provinzen sind. Was macht denn dein Ostfeldzug und was macht dein Westfeldzug? Oh Gott, wir sind hier gerade so in der Bredouille. Also, ich marschiere hier nach Osten und Westen und schlage wild um mich. So, naja, der Russe macht das, was er immer macht. Er drückt gegen Ostpreußen. Das ist, an dem Rest bleibt er relativ defensiv, außer halt die Ungarn, die halt ihr Fett abkriegen. Das ist natürlich Pech für die Ungarn, muss man halt auch mal so sagen, ne? Aber die greifen wir jetzt auch an. So, ich verlade jetzt schon mal hier Einheiten, die dann hier sich um den Kreta kümmern werden. Das machen wir dann hoffentlich flott. Um den Kreta. Um den Kreta. Ich habe im westlichen Ärmelkanal wieder einen Transporter versenkt. Das klingt jetzt erstmal nach einer wahnsinnigen Leistung, aber angesichts der Tatsache... So, da müssten ja 4 Divisionen müssten eigentlich ausreichen, um Kreta zu erobern. Das war jetzt nie wirklich ein riesiges Problem. Nee? Nee. Und ich will dann ja auch möglichst schnell und locker flockig meine Luftwaffe, kann ich eigentlich schon mal verschieben. Die will ich eigentlich dann gar nicht hier haben, die will ich, genau, da wo Platz ist, ne? Ja, die will ich hier haben, in Dingsbumshausen. Dingsbumshausen, Boah, die Einheit kommt mir so unglaublich. So, jetzt nähert sich mein abgestelltes Korps, nähert sich jetzt der ungarischen Grenze, der hungrigen Grenze. I'm hungry. Sag mal ganz kurz, weil es mich mal interessiert, wie geht's denn jetzt gerade deiner Armee, die dort so eingekesselt worden ist? Was, meinen Einheiten? Ja, verlieren die jetzt sehr schnell? Nee, gar nicht. Also, ich sag mal, die haben ja erstmal zu dem Zeitpunkt, in dem sie eingekesselt wurden, hatten die ja erstmal einen bestimmten Vorrat an Nachschub, Treibstoff und Organisation. Ja. Und so, jetzt haben wir das auch schon wieder geklärt mit der Einkesselung. Und das war halt noch auf einem relativ hohen Niveau. Und ich habe dann halt gesagt, die sollen Brest-Litovsk angreifen, weil die sind selber nicht angegriffen worden. Das heißt, die haben auch nichts verbraucht erstmal. Ja. Und dadurch konnte ich halt den Angriff befehlen. Deswegen, das ist also jetzt nicht so das Thema gewesen. Ich habe jetzt hier Brest-Litovsk erobert. Okay. Das Kobrün ist jetzt ohne Verteidigung. Das macht aber erstmal nichts, weil ich werde jetzt versuchen, du siehst ja hier nördlich davon, dass Wiloschsk, etwas nordöstlich davon, das einzunehmen. Ja. Und nördlich davon auf Wolkowysk marschiere ich jetzt gerade ein. Das heißt, ich kann dann hier den Kessel zumachen. Das ist du denkst dir einfach nur diese Namen aus. Das mache ich tatsächlich. Und es tut mir ein bisschen leid, dass das jetzt rausgekommen ist. Das mache ich wirklich. Also das spiele ich nicht. Ich bin das. Verstehen Sie? So, ich habe jetzt gerade... Und deswegen bin ich nichts. So, das nationale Spanien ist jetzt mit uns im Krieg. Also an unserer Seite. Oh, ich dachte, was ist denn da jetzt schon immer schief gegangen? Kleiner Schrecken zum Abend, hä? Oh, Scherzbold. Ich bin halt so ein lustiger Typ. So, ich muss jetzt mal hier radikal schnellstens Nägel mit Köpfen machen. Ich werde jetzt mal... Radikal, du hast rücksichtslos vergessen. Radikal rücksichtslos Nägel mit Köpfen, auch wenn mein Aufbau hier noch nicht kommt. Diplomatischer Einfluss auf Bulgarien eingestellt, okay. Werde ich jetzt mal hier schon den Krieg gegen Griechenland eröffnen, auch wenn ich hier noch nicht in der absoluten Position bin, aber ich muss jetzt hier einfach mal zusehen. Ich muss mal kurz Stopp machen. Ich will jetzt hier mal ein bisschen Tempo reinnehmen. Ich erkläre jetzt den Krieg und ich erobere das Ganze. Zack. So, damit ich jetzt nämlich hier mal den Plan verfolgen kann. Nee. Nee, wenn ich sage nee, dann meine ich euch alle nee. Nee, habe ich gesagt. So. Dann müssen wir nämlich auch mal hier ein paar Einheiten nach dort schicken. Und dann müssen wir mal hier ganz dringend eine kleine Landung machen. So, der Yapsaraner, der scheint das hier in Indien im Griff zu haben. Das ist ziemlich witzig. Eine Invasion.
Ja, Australien lassen wir den mal machen, oder? Weil. Ja, ja. Immer cool bleiben. Immer cool, verstehst du? Cool. Immer cool durch die Hose atmen, Junge. Immer locker entspannt, verstehst du? Genau. So. Guti. Naja, der Spanier wird jetzt natürlich das Gibraltar besetzen. Das ist zumindest unsere Hoffnung. Ja, komm. Weil, wenn nie klatscht, verstehst du? Ja. So, wie ist denn jetzt hier die Stimmung? Die Stimmung! Stimmung! So, hier oben, dann muss er einen Fluss überqueren. Das ist ganz praktisch. Ah, die verlieren schon hier gut Organisation. Das wird hoffentlich schnell in Sack und Tüten sein hier unten. So, im Übrigen läuft der Plan auch exakt nach meiner Balkan-Idee. Achso. Ich dachte, du willst mir jetzt sagen, dass du den Schliefenplan verbessert hast, ja. Den habe ich, naja, ich meine, der Schliefenplan hat ja schon mal eine ganz gute Vorarbeit geleistet, aber. Ach nee, das war nicht der Julius. Der Julius war ja. Der Justus, genau, der Justus. Hast du schon erraten? Eben jener. So, was macht meine 7. Armee? Die gammelt hier so vor sich hin, gell? Gell? Kobrün. Ach so, ja, na, das wurde auch mal Zeit, dass er da einmarschieren. Das war klar, dass das verloren geht. Das ist nicht das Thema. So, wir haben Edessa schon gewonnen. Das ist immer, läuft da hier wie Spreitzelbacken. Wie Spreitzelbacken. Es läuft nicht. Nee, halt, was mache ich denn? Bleibt mal hier. Schlacht abbrechen. Wir werden natürlich diese russischen Verbände, die jetzt die Frechheit besitzt haben, hier einzumarschieren, die werden wir jetzt natürlich. So, zack, ich muss das mal ausschalten, das muss hier jetzt ein bisschen zu viel. Die werden wir natürlich mal anders. Verstehst du? Nee. Gut, das dachte ich mir schon. Also das macht aber nichts. Also jetzt, ehrlich, aber nee. Nein, ich habe jetzt tatsächlich mir den Plan gefasst, ich werde die russischen Verbände, die hier vorne, also es sind zwar nicht viele, die da nach Ungarn rein sind, aber die kann man bestimmt irgendwie. Du hast auch noch Pläne. Deutschlands Bestimmung. Ach so, jetzt erst. Das machen wir natürlich. Deutschlands Bestimmung. Ach so, das ist der Opera. Jetzt ist der Barber. Der Operossa ist jetzt ausge. Eine Umzingelung zwang Deutschland 1914 in den Krieg und eine Blockade schließlich in die Knie. Eroberungen im Osten werden beide Probleme aus der Welt schaffen und Deutschland die Erfüllung seiner Bestimmung ermöglichen. Ja, ganz nämlich genau. Bei der Versicherung anzurufen und diesen Schaden zu melden. Genau, sie haben wohl einen Versicherungsschaden oder was? Auch, ja. Gucken Sie sich mal an, wir haben einen Versicherungsschaden. Hallo. So, hier werden verdammt, hier habe ich einen Panzer vergessen. Halt, stopp! Du hast einen Panzer vergessen. Nein, wir müssen mal ganz kurz umstationieren. Wir müssen mal hier ganz kurz zwischenstoppen. Ach, müssen wir noch einen Panzer mitnehmen. Was ist denn das? Also gut, die Frage erübrigt sich natürlich, weil wir wissen alle, was das ist. So, das ist gut, dass ich die Flotte mitgeschickt habe. Jetzt hoffe ich doch halt mal nur. Nein! Dass du die Flotte schon wieder vergessen hast. Jetzt sind die natürlich da, bevor. Ach Mensch, hätte ich es doch noch in der Region weiter abgesetzt. Hab ich nie gemacht. Na gut, egal. Hast du nie gemacht? Na, war blöd. Naja, man wird ja sehen, es wird schon passen irgendwie. Ah, verdammt, der Brite versucht jetzt gerade seine Armee schon nach Norden in Stellung zu bringen. Ich renne jetzt gerade mit meinen Panzern nach oben. No. Gar nicht wissen, wohin ich renne hier. Ja. In dein Verderben. So, wahrscheinlich. Luftlandung. Zack. So, das hat alles funktioniert. Wie sieht denn das jetzt aus mit dieser ominösen. So war das jetzt nicht gedacht. Zack. An Bord mit euch. An Bord mit euch, ihr Himmelhunde. So, da ist der Russe. Der Russe steckt im. Also der steckt ja im Detail. Ja, das ist ja häufig so. No. No. Naja, klar, natürlich. Dann greifen wir jetzt nämlich hier auch nochmal knallhart an, weil wir knallharte Hunde sind. Kennst du sicherlich, verstehst du? Verstehe ich. Völlig. Also wenn ich jetzt tatsächlich erst noch den Bogen bis da hinten rum mache, da brauche ich ja ungefähr nochmal eine ganze Armee. So, wo das baue ich denn jetzt, apropos Armee, wo baue ich denn jetzt meine Division hier auf? Am besten irgendwie. Mache ich den Kessel jetzt ein bisschen kleiner, als ich das gedacht habe? Kann das sein? Oh, machst du den Kessel ein bisschen kleiner? Naja, ich bin gerade unverschlossen. Machst du den ein bisschen kleiner, ja? Machst du den ein bisschen? Damit er ein bisschen hübsch ist, weißt du? Kennst du da? Unsere Truppen werden angegriffen. Hey, ich bin erfolgreich auf Gummibärchen. Auf Gummibärchenland gelandet. Auf Gummibärchenland.
So, wenn ich jetzt um dieses Waldgebiet östlich drumherum gehe, ist das natürlich ein hübscher Bogen. Das sind, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Provinzen, die ich halten müsste. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Also für die eine Provinz mehr werde ich ja wahrscheinlich auch noch Truppen haben, hä? Komm, bei uns wird nicht gewagt oder gekleckert, sondern hier wird mal in die Hände gespuckt und das Bruttosozialprodukt durch den Schornstein geblasen, deswegen... Now wird wieder in die Hände gespackt. Gespackt wird bei uns wieder. Wir spacken viel, schnell. Wir spacken nämlich ordentlich in die Hände, machen wir. Wir spacken in die Hände, das klingt also falsch. So, zack, und jetzt wollen wir mal hier Kreta einnehmen, liebe Freunde. Genau, jetzt wollen wir Kreta einnehmen. Liebe Freunde der international organisierten Kupferstecherei. Ich dachte, du bist hier... Ich bin mit meinen Fallschirmspringern mal auf Kreta gelandet. Du bist doch mal... Und ist es so eine harte, schwere Schlacht, wie du gedacht hast? Naja, das sind 3 Infanterie-Regimenter. Aber die dürften gegen meine 12 eigentlich keine Chance haben. Wir haben in Ostrov eine Untergrundwiderstandsbasis aufgespürt und vernichtet. Sehr gut. Wie ist das Ganze passiert? Da ist also ein Lanzer, der eigentlich nur austreten gehen wollte, gestolpert. Dabei hat sich eine Handgranate von seinem Gürtel gelöst, die daraufhin unter der Straße in ein kleines Loch gefallen ist. Und siehe da, hat geklappt. Genau, der ist quasi auf einer Mine ausgetreten. Sie mussten mal austreten. Naja, da wollte halt die Mine austreten. Ne? Das ist halt, ne? Was beim Feuer funktioniert, kann bei Minen nicht schlecht sein. Ich habe die Schlacht von Gumbinnen verloren. Ich wusste gar nicht, dass da eine stattfindet. Mensch, der dämische Ding... Eifobipsch, tatsächlich, da hat eine stattgefunden. Nee. Meine lieben roten Freunde, das können wir so nicht sitzen lassen. So, der Brite ist bei 80 immer noch. Der geht gerade nie weiter runter. Ja, weil ich gerade momentan noch keine Siege Points weiter einnehme. Mensch, jetzt nimm doch mal welche ein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nie immer. Weißt du, ich kann doch einfach nie immer. Ich muss immer Rücksicht auf meine Lust und Laune nehmen. Und die sagt mir halt jetzt gerade, nö. Jetzt genau. Das, und merkst du, das ist das Problem. Ich hätte gerne von den Spaniern einen Expeditionskorps mit etwa 1,4 Millionen Mann, die ich dann an die Ostfront werfen kann. Der Ungar macht da jetzt nicht erstmal meine Kessel-Idee zunichte. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, ich krieg hier Athen oder was das hier ist. Ja, das ist Athen. Hey, Geografie. Du landest also gerade auch noch in Athen. Ja, das dürfte eine schnelle... Also ich hoffe, ich lande gerade in Athen, das sieht ziemlich gut aus. Und dann mit meinem Vorstoß auf Saloniki, der hier eigentlich relativ zügig funktionieren sollte, und meiner aktuell sehr, sehr erfolgreichen Aktion auf Kreta, dürfte die Sache hier schnell im Kasten sein. Im Kasten? Hast du es gefilmt, ja? Aha. So, wenn ich jetzt mal bitte nach Schwilosch reinkommen könnte, würde ich da wenigstens immer sozusagen in einen Teil. Mensch, du kommst Erfolg. Aber hier gut voran, du sehe ich gerade. Was hier, gegen die Russen? No? Naja, weil ich mich hier übelste Sorte reinfresse, weil ich einfach mal, weißt du hier, weil meine Soldaten, die sind einfach flink wie Kruppstahl, sind die nämlich. Das wäre aber jetzt lustig, wenn du mich dann gar nicht brauchen würdest. Sagte er und lachte kehlig. Meine Truppen sind einfach flink wie Kruppstahl und zäh wie Windhunde, verstehst du? Genau, und zart wie Bockwürstchen. zart wie Bockwürstchen. 3 im Bäckle, verstehst du? Genau, im Bäckle. Ich habe die Schlacht von Schniedelwitz gewonnen, ja, fantastisch. So, die Schlacht von Heraklion und damit ist das dann hier im Castro. Im Castro ist das dann, ja? Fidel, im Geigenkasten. Im Geigenkasten. Geigenkasten auf Spanisch, Fidel Castro. Ach ey. Der wird auch nie alt. Nö. Obwohl doch der Fidel Castro ist schon ziemlich alt. Das ist ein timeless Classic. Da haben wir's. Wir haben einen Kessel geschlossen. Echt? Ich frage, ob die Russen mich jetzt für voll nehmen. Boah, sieht so Respekt. Aus. Na, der wird jetzt drücken gegen die Wände. Ja, der bricht gerade aus. Ich krieg gerade die Nachricht, wo er jetzt überall angreift. Dann schließ den Kessel. Mach ihn immer kleiner. Gib ihnen keine Chance. Ja, ich muss es halt probieren, ne? Weil wenn du dir das mal ganz kurz anguckst, siehst du, dass ich nicht so viele Kräfte habe, um hier übelst massiv... Ich muss mir immer irgendwas angucken. Immer wenn du irgendwas sagst du, ich soll mir immer irgendwas angucken. Guck dir mal das Logo und wie schön die Felgen glänzen einfach, verstehst du? Ich halte das immer nie aus. Immer muss ich mir irgendwas angucken. Und immer und immer und immer und immer. So, pass mal auf, ich werde jetzt mal... Du wirst jetzt mal... Das ist natürlich blöd. Ich lande jetzt mal... Pass-auf-Methode, ne? Nö. Pass mal auf. Eure Organisation ist ja auch weltbewegend einfach. Der kommt gar nicht bis dorthin, oder wie? Nee, weil da ist ja Tiefflieger-Angebot. Transport.
I need more troopers. Und das hier unten, das sieht ja auch richtig gut aus mit 17%. Das ist ja der genialste Angriff überhaupt. Yeah, 66% in Saloniki, in Athen meine ich, das wird hier schnell. Schlacht in der Pokolonne gewonnen, das ist natürlich wunderschön. Pogo? In der Disco-Pogo-Kolonne? In der Pogo-Domäne, Mensch. Disco, Pogo, Ringel, Dingel, Ding. So, die Schlacht um Gumbinnen wird gleich wieder verloren gehen. So, ich habe jetzt hier, jetzt muss ich bloß mal zusehen, dass also ich diese dämlichen Russen, ehrlich. Ich muss mal davon schnellstmöglichst hier. Los, gut, dass die mir nie auf den Zeiger gehen, wie die Sau. So, wo sind denn jetzt die Transportschiffe? Natürlich, die Schweizer verkaufen mir Rohöl. Naja, wer es hat, der kann, ne? Nö, nö. So, los, nur rückt mal ein bisschen vor hier. Zacki, zacki, zacki. Wie sieht's denn jetzt aus mit Gibraltar? Ei, Gott, um Gottes Willen, ist der effizient einfach. You are so effizient. Ich sehe schon, der Spanier, der hat das hier richtig im Griff einfach. Ich weiß nicht, der sammelt vielleicht, naja, der hat ja auch überhaupt nicht viel Armee, ey. Aber ich weiß nicht, vielleicht macht er doch nochmal was, weil ich meine, der hat ja auch hier eine Panzereinheit da, der kann das Ding schon knacken, der muss nochmal was machen. Ja, der müsste halt mal angreifen. Nö, nö. Verstehst du? Exactly, this is the what you understand. Oh nein. So. So, wir müssen mal hier ein bisschen weiter angreifen. Wir müssen hier mal weiter angreifen, genau. Das hat schon der Führer gesagt. Das geht mir ja, das dauert mir ja alles zu lange. Das wird zwar grün, das ist gut. I think I need more Infanterieverbändens für solche Kesselangelegenheiten, ja. Die 9. Panzerdivision kriegt aufs Maul, das ist schön. Transportflottilla. Das ist sehr nice. Da schickt man die 15. Panzerdivision zurück, das ist gar kein Problem. Das ist alles gefixt, gar kein Problem. No. Vor allem steigen die Sowjets gleich erstmal bei 83% Angriff ein, das ist beeindruckend. Ah, oh, ist auch geil. Das ist auch nicht schön, mit was die hier angreifen, Alter. Alter, 1, 2, 3 mittlere Panzerdivisionen, eine leichte Panzerdivision, 2 Infanteriedivisionen, eine Kavalleriedivision. Ich glaub dich das. Also ich weiß es ja nicht, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ne, aber ich habe das blöde Gefühl, dass der Russe einfach mal zahlenmäßig leicht überlegen ist. Yeah, ich habe Athen erobert. Fett. Athen ist fett, ja. Und ich habe Athen erobert mit falscher Mega-Einheit. Das hat also optimal funktioniert. Wir haben die Schlacht von Gumbinnen verloren, erneut. Und ich habe gleich noch eine Hafenregion mit erobert, das heißt, versorgungsmäßig läuft es. Coole Sache, hat gut funktioniert. Die Schlacht von Lomscha ist gewonnen worden, das ist hervorragend. So. Wo immer Lomscha jetzt auch ist, ne? Wir wollen ja hier niemanden. Willst du mich verlömschen? Lomscha. Lomschi, Lomscho, Longsheng. So, naja, bitteschön, aber da können wir doch hier im Norden immerhin schon mal den Sowjets. Plus, der steht außenrum schon wieder mit ungefähr derselben Anzahl an Divisionen. Naja, also ich weiß schon. Ja, das ist voll Erdogi, Erdogo, Erdogan. So, ne, ich will das eigentlich. Oh, jetzt will das wissen hier. Wann kommt's denn hier an? Am 8 Uhr, am 6. Juli. Das ist ein bisschen spät, Freunde. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen schneller fahren. Ich meine das jetzt auch nicht böse oder so, wirklich. Ernsthaft. Ich meine das bloß realistisch. Also ernst. So, gut, der Ungar hat meine Kesselidee zunichte gemacht. Das finde ich ein bisschen schade. Weil das hätte uns vielleicht die Möglichkeit gegeben, hier eine ein oder andere Panzerdivision auszulöschen. Apropos auslöschen. Ich muss es mal doch zugeben, dass ich von meinem Hauptplan ganz schön abweiche. Die 3. Panzerdivision und die SS-Verfügungsbehörden werden angegriffen. Das können sie gerne tun. Das wird schon standhalten, denke ich. Das lähmt meinen ganzen Angriffsschwung hier. Was? 99%? Wann kommt denn hier an, Leute? Echt, wie kann man nur so schrecklich langsam sein? Rest der Flotte geht mal bitte hinterher. Jetzt ist er da. Toll, das habt ihr super gemacht. Ihr seid großartig.
Eieieiei, sagte er. Das ist natürlich ein bisschen 1, 2, 3. Na, es klappt noch. Es klappt noch. Ist das hier offenes Gelände? Sehr schön. So, rückt er jetzt hier endlich mal bitte in Kosnani ein, oder wie das hier heißt? Da wird man ja bekloppt. Ja, jetzt ist er bitte gleich so aggressiv hier. Naja, die behindern meinen Vormarsch, das ärgert mich. Wer ist behindert? Ah, die behindern meinen Vormarsch, das nervt mich gerade tierisch. So, zack, wir müssen das mal hier... England. Fast vergessen. Na, wieder mal ein paar Siegpunkte täten in England, gut. Jo, ich bin gerade dabei, hier mich um welche zu kümmern. Mit diesem ominösen Neukastel, weißt du? Kastel? The Man in the Neukastel. Ja, ja. The Man in the High Neukastel. In the Neukastel, ja. Oh, weia, das sieht jetzt gerade nicht so gut aus, ja. Wir verloren Gumbinnen an die Sowjetunion zum, ich weiß es nicht, zweiten Mal oder so. Gegen was kämpft er denn jetzt? Ich verstehe das gerade gar nicht. Wer kämpft gegen wen? Ach so, ich bin ja rechts. Schön, dass du es zugibst. Ich habe jetzt gerade gar nicht gemerkt, auf welcher Seite ich eigentlich stehe. Sag mal, auf welcher Seite stehe ich denn eigentlich? Oh, ist das ätzend, Alter. Der Russe, das ist nicht mehr schön. Oh, weia, was ist denn hier bitte für ein russisches Schiffchen? Das gefällt mir aber gar nicht. Das russische Schiffchen ist mir ziemlich boogie. Zwei Panzerdivisionen, gleich schon wieder aufgerieben. So, das nehme ich ja meine Panzerarmee. Das nehme ich ja die Panzerarmee eingekehrt. Jetzt gibt es ja nämlich... Was ist mit Rumänien? Hat auf irgendein Handelsangebot abgelehnt. Ja, das ist für mich alles. Schlacht von Veliki gewonnen. Hast du die Schlacht von Veliki gewonnen? Na gut. So. Bisschen unhöflich, aber okay. Na, der kocht noch ein bisschen. So, das sieht aus, als wenn die Russen den Kessel gleich aufsprengen würden. Weil meine Infanterie überall... Schuss liegt, das ist ein Traum einfach. Kacke dreist. Jawohl, da ist wieder mal hier die Kette. Wo sind denn jetzt meine Landungsboote hingekommen? So eine Scheiße. Nee, halt. Nee, dorthin sollte er nie, geht einfach mal nach dort. Mal die Infanterie nach Osten verlegen, ja. So, dann nehmen wir das. So, jetzt marschieren meine Einheiten auf Saloniki vor. Die Stadt ist also eigentlich auch erobert. Muss nur noch eingenommen werden, dann habe ich eigentlich alle drei Siegprovinzen, die man in Griechenland braucht. Obwohl hier meine Einheiten irgendwie auf Dings überhaupt nicht vorwärts kommen, das ist ja übel. Allerdings, willkommen in meiner Welt. Fuck. So, jetzt hier. Okay. So, gut, schwere Mutter verbessert, das ist gut. Schwere Mutter? Schwere Mutter. Gut, 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 gut. Na, das wird ja langsam. Es wird langsam, aber stetig, aber eben trotzdem doch langsam. Sie verstehen? Nein. Warum nicht? Weil du das nicht weißt. So, jetzt bewegen die sich erstmal wieder 30 Stunden lang nicht, bis sie sich wieder bewegen. Oh. Hallo, ihr seid so langweilig. Was ist denn das hier überhaupt für eine Sokolka? Schlacht von Kretschmierczmierz gewonnen, das ist sehr wichtig. Die Schlacht von Kretschmierczmierz gewonnen? Jo, wir haben nämlich hier keinen Nachschub sonst. Und das ist aus mehreren... klar und deutlich zu erkennenden Fakten heraus etwas ungünstig. Taktisch ungünstig? Taktisch ungünstig. Dass da oben natürlich durch diesen sowjetischen Gegenangriff meine Panzer aufge... Was ist denn los? Ey, wenn sich meine Einheiten noch langsamer bewegen, die sich in der Zeit zurück. Du hast gerade zwei Kessel. Also du hast gerade... Ne? Ach was. Was? Zwei Kessel? Nein, aber die haben dich eingekesselt, mein. Ja, ich weiß, die haben mir den Durchbruch geschafft. Ich habe auch gerade die Schlacht, um das zurückzubekommen, auch gerade schon gewonnen, aber... Ach, ist unglaublich. Ja, dafür wird oben der erste Kessel gleich aufgesprengt.
Das kotzt mich ein bisschen an. Das dauert immer noch 4 Tage, ich werde bekommen. 9 Uhr, ey. Ich habe doch diese Einsatz-Dingsbums, dass das schneller sich regeneriert nach einem Kampf. Ja, das haben wir normalerweise alle, aber das ist halt, kannst du, wie du schon gerade so schön sagst, kannst du vergessen. Du brauchst ja trotzdem 24 Stunden, bis da hier irgendwas losgeht. 24 Stunden braucht man da. 24. Fahren. Ah, das ist also die Schlacht, die ich verloren habe. Gut, den Kessel, der ist offen. Der ist so offen wie Polen. So. Jetzt greift er dort an, um das unter Kontrolle zu halten. Kacke dreist, sag ich dir. Gut. Jetzt greift er die 19. Panzerdivision an. So, den Kessel haben wir erstmal wieder aufgemacht. Jetzt versucht er gerade seine Truppen hier rauszuziehen. Meine 7. Armee kommt immer noch nicht vorwärts, weil das mit Abstand die langsamste kämpfende Truppe diesseits des Mississippi ist. Diesseits des Mississippi? Ich verstehe. Das freut mich. So, interessant. Ich sehe ja gerade nicht durch. Scheinbar ist jetzt aber erstmal aufgegeben, sich hier durchzukämpfen. Das ist unfassbar, gut. Unfassbar, wie lange das dauert, bis der Herakleon eingenommen hat. Unfassbärchen. Wenn ich den großen Kessel da unten zumachen könnte, das wäre schon echt sexy. So. Verstehst du? Ne? I understand. Wir könnten irgendwelche ominösen Transporter versenken, das ist fantastisch. Der ominösen Transporter? Der ominöses. Was? Die möchten eine Einheit U-87 Stuka-Bomber basteln. Ne, das sollen sie mal machen. So, gewonnen, gewonnen. Schlacht in der Ägäis gewonnen, ja, das ist mir eigentlich alles Boogie-Woogie. So, jetzt sehe ich. Boy Boogie-Woogie. Jetzt greifen sie das nochmal an. Dann ist das hier aber gegessen, Gott sei Dank. Die sind jetzt natürlich mit der Organisation alle, sagen wir mal, dezent unten. Nee. Meine nichtsnutzige 7. Armee hat tatsächlich mal einen militärischen Erfolg zu verbuchen. Das ist ja der Hammer. Naja, du bist immerhin schon fast ein bisschen draußen noch. Dann bist du schon... Nee, warte mal, doch, du bist schon an der Dingsgrenze, an der... Was? Polnischen Ostgrenze. Ehemaligen. Das ist natürlich Boogie, weil das ist völlig irrelevant. Boogie. So, der Kessel im Norden ist offen. Das heißt, ab jetzt bekommen diese Einheiten wieder Verstärkung und Reserven. So, und diese Panzereinheiten hier? Die Nachen aus Finnland haben mit Ablehnungen auf ihr eigenes Handelsangebot reagiert. So, die will ich jetzt eigentlich schon mal direkt. So, da kommt es jetzt zum Kampf. Oh, warte mal. Hans Kampf in allen Gassen. Was denn los? Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Wie spät hast denn du's? Ich hab's am 10. Juli, 7 Uhr. Okay. Dann läuft es eigentlich doch richtig. So, jetzt fehlt mir ganz genau eine Division, um hier unten den Ring zuzumachen. Den habe ich verloren. Die habe ich verloren, weil ich hier oben meinen Kessel zumachen musste. Das ist eine ätzende Geschichte. Kann man jetzt nicht machen. Nie ärgern, weitermachen. Bloß nie ärgern lassen, nie aufhalten lassen. Ja, das sagst du eben so leicht. Eben gerade, das hält mich ja jetzt gerade auf. Kollege Schnürschuh. Schnürschuhe? Sind es schöne Schnürschuhe? Das ist die Frage. Ja, du weißt schon, worauf du so stehst, ne? Ja, ist richtig. Das überlasse ich so ein bisschen deinem eigenen Geschmack auch. So, so. So. Das wird natürlich jetzt heikel. Kennst du die Heike? Heikel? Heikel! Heikel. Heike in the Crown Castle hier. So, wir müssen den Kessel wieder zumachen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Schlacht von Bialystok verloren. So, das ist auch sehr ärgerlich. Gut, das muss man aber auch sagen. Da ist eine Festung drin, die habe ich übersehen. Was machst du denn jetzt mit euch, ihr Vollidioten? So, Schlacht um Gumbinnen. Die 4. Ist mir jetzt scheißegal. So, ich baue jetzt schon mal die Front gegen... die potenzielle Front gegen Bulgarien auf. Die sind alle so offen, die ganzen Infanteriedivisionen, die ich hier in den Kampf werfe. Geworfen hätte... Kannst du knicken. Knicken kannst du das. Zwar wie einen Origami... Knicker. Knicker, nein, nicht wie ein Origami-Knicker, sondern wie ein Origami-Knickwürstchen. So. Der Origami... Er ist der Origami-Knicker. Die Schlacht von Kilkis. Weil muss ich nur noch über ein Flüsschen über. Das ist ja logisch, habe ich die Schlacht von Kilkis gewonnen. Richtige Kackscheiße ist das ja.
So, ich will eigentlich gar nicht, dass die so weit nach vorne düsen hier, weil das gar nicht notwendig ist. Was sagt denn überhaupt? Werden? Gut, also der Einfluss ist gut bei Rumänien. Das ist zunächst die gute Nachricht. Ich denke, mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Also mehr möchte ich, also eine es, also quasi ne, eine Antwort auf diese Frage könnte sie beunruhigen. Genau. Das Bulgarien, das willst du dir ja holen, gell? Wieso? Kannst du es in die Achse ziehen? Nö, aber ich würde auch keine Ressourcen verschwenden, das in die Achse ziehen zu können irgendwann mal. Nö. Nee, das ist ja jetzt, ich warte jetzt ja eigentlich, ich will da jetzt eigentlich, so jetzt ist das hier endlich mal geregelt. Ich will da jetzt hier eigentlich, ich richte meine Armee schon an den Siegpunkten in Dings aus, dass das dann halt schnell funktioniert, ja. Wir haben die Schlacht um die Troika gewonnen, das ist ja fantastisch. Es wäre schön, wenn wir hier jetzt auch mal einmarschieren würden in Sokolka. Wann kommt denn hier an? 11. Juli 2... Oh! Oh! Komm! Zieh, Junge! Zieh! Zieh! Ich renne am Rasen! Oh, da hat er die Grenze zu Rumänien gleich zugemacht, ja. Ja, wenn ich Truppen frei hätte... Na, ich seh's schon. Das kannst du da nie halten. Den Kesseldruck auf gut Deutsch kannst du nie aushalten, auch wenn das komisch klingt. Ja, ich müsste halt erst einmal darüber. Dann muss ich von der anderen Seite aufräumen. Mit ja. Nichts, weil ja. Ich hab nichts. Aber das macht nichts. Alles nichts. Und dabei ist dieses Nichts, Nichts, noch das Nichts, was das Nichts nichtiger macht als nichts. Ich ärgere die trotzdem schon mal ein bisschen, indem ich hier schon mal angreife. So, wo sind denn die jetzt draufgeladen worden? Nee. Die sind draufgeladen. Ich hab den Kessel wieder dicht gemacht. Schön. Ich könnte mich darüber noch mehr freuen. So Leute, mach doch mal ein bisschen schneller. So, Freunde des Sonnenschein. So, na endlich, das wird aber auch mal Zeit. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Oh, ja, habe ich was vergessen. Ich vergesse die ganze Zeit Britannien, weil die Russen meine Aufmerksamkeit fordern. Unfassbar. Das finde ich auch ganz schön selbstsüchtig von den Russen, wenn ich das mal so sagen darf. Unfassbar. Du sagst so, es. Können wir jetzt mal bitte endlich in Heraklion einmarschieren? Nein. Oh, das ist ja furchtbar. Das ist leider durch ein Gesetz über den Schutz Heraklions verboten worden. Was kommt erst am 15. Juli in Heraklion an? Willst du mich eigentlich rollen? Nee, niemand will dich rollen. Außerdem wohin? Ist ja unglaublich, wie lange das dauert. So. Wir haben die Schlacht von Dubai gewonnen. Was, von Dubai? Dunbar. Achso. Ich kann sagen, hey, Dubai ist gerade dein Auftragsgebiet. Ich finde das aber auch so geil, dass die Japaner einfach mal bloß, weil ich da den Siegpunkt gesetzt habe oder das Ziel gesetzt habe, in Indien landen. Das ist so nach dem Motto, horch du mal, also wir fänden das übelst gut, wenn ihr da angreift. Ja, wir haben eh nichts vor, also warum nicht, ne? Also wir aber sind der ist auch mit einer ziemlich, Seite. Aber der ist auch trotzdem mit einer deftigen Streitmacht dort gelandet, muss man jetzt mal sagen. Ja, ja, das ist ja das Schöne. Das ist wahr. I take mal die Geschwindigkeit on a whole new level, verstehst du? Ja, das wäre gut, ja, damit wir hier endlich mal die letzten zwei Tage, die ich hier noch überstehen muss. Oh gut, meine SS-Verfügungstruppe wird wieder angegriffen. Jawohl, da rollen sie wieder ran, ja, die Roten. 16. Juli. Unglaublich. Ach, jetzt haben wir in Britannien auch einen Kessel zugemacht. Sehr schön. Kommt natürlich prompt die Nachricht. Nee, wir werden angegriffen. Wir werden ein wenig angegriffen. Das ist aber gar kein Problem. So, die schicken wir mal. Weil das ist alles gefixt, verstehst du? Brauchen wir nicht mehr dort oben, die schicken wir mal dort hoch. Es muss dann hier ein Rucki-Zucki-Krieg werden gegen Bulgarien. Ein Rucki-Zucki. Ich nenne das einen sogenannten Rucki-Zucki-Krieg. Beschädigte Bunker in der Maginot-Festungslinie. Bunker in der Maginot-Linie wurden schwer beschädigt, als Deutschland in Frankreich einmarschierte und sie wurden beinahe vollständig zerstört. Die wenigen, die noch stehen, benötigen dringend Reparaturen, bevor sie für die Verteidigung genutzt werden können. Die Maginot-Linie war eine Reihe von Betonbefestigungen, Panzersperren, Artilleriestellungen, Maschinengewehrunterständen und andere Verteidigungsanlagen, zum Beispiel Waschbecken, welche Frankreich entlang der Grenzen zu Deutschland und Italien errichtet.
Exzite. Sie wurden aus mehreren Gründen gebaut. Um einen Überraschungsangriff zu vermeiden und Alarm zu geben, um die Mobilisierung der französischen Armee zu decken, um als Basis für einen Gegenangriff zu dienen und um den Feind zurückzuhalten, während die Hauptarmee herangebracht werden konnte, um die Linie zu verstärken. Mhm. Toll. Die sind jetzt unnütz, das heißt, die hat sich überall die Festungsstufe dann in den Maschinolinien, Festungsfeldern verfestigt. Geringert hat sich das. Geringert. Geringert. Oh. Das ist auch tatsächlich der Fachbegriff, ne? Geringert. Das dürfte aber hinlänglich bekannt sein. Der englische Chanel. Ich habe also jetzt eine Parfümfarbe unter meiner Kontrolle. Ja. Zweifellos. Also, Entschuldigung, also zweifellos. Das englische Chanel habe ich nämlich jetzt unter meiner Kontrolle. Oh nee, oh, das gibt's doch gar nicht. Echt? Doch, bei Roller. Was denn? Oh nee, das ist doch nicht wahr. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Eifer, Dreck, Mist. Naja, nee, es ist ja alles gut, aber oh, jetzt ist denn auf dem Marsch? Sind denn die Rohstoffe ausgegangen oder was? Das boah, ist ich ja werd bekloppt. Nichts Neues. Ich werd bekloppt, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben die den Kessel schon wieder aufgemacht. Toll, dadurch verzieht sich das hier ohne Ende. Mensch, das nervt. Verbipsch. Immer der gleiche Mist. Die U-Boot-Torpedos wurden verbessert, das ist so, zack, dann müssen wir mal hier das Hauptquartier. Dann müssen wir mal das Hauptquartier zertrümmern. Dann wird sich das hier hoffentlich geben. So, jetzt werde ich es mal probieren. Ich wage es. So bin ich. Immer für ein kleines Risiko zu haben. Hm. So, wer bewegt sich jetzt darüber? Habe ich nicht befohlen. Wahrscheinlich doch, ich habe mich nur verklickert, macht aber nichts. So, damit wir jetzt nicht Gebiet für die Sowjets erobern, werde ich jetzt mal kurz... Scheiße, habe ich jetzt echt die Schlacht verloren? Gar nicht landen, oder was? So. Das wäre ja jetzt äußerst dramatisch. Nee, sieht noch gut aus. In der Zeit, in der ich halb Russland erobert habe, braucht die eine Infanteriedivision... Die braucht die eine Infanteriedivision, um sich zurückzuziehen. Das ist einfach gigantisch. Mhm. So. Dann werden wir mal die Infanterie, die motorisierte Infanterie mit ansetzen. So, der Russe hat ja noch gar keine Ahnung, was dem jetzt gleich hier blüht. Mhm. Schlacht von Zamosch verloren. Was ist denn das? Ach, das ist das Ding da. Ja, na gut. Ja, na gut. Das war abzusehen, dass das mal passieren könnte. Na, wenn das eben so ist. Ich habe einen australischen Transporter angegriffen. Damit haben wir die Australier quasi schon in die Frucht geschlagen. Mhm. In die Frucht haben wir die geschlagen. 18. Juli, na gut. Was machen der Spanier hier? Was erlauben Strunz? Franco marschiert mit seinen Truppen gerade nach Frankreich. Ja, jetzt habe ich Heraklion endlich eingenommen. Damit dürfte Griechenland... Ja, Griechenland ist bei 100%. Ich erwarte eine Kapitulationserklärung. Und zwar? Es wird wahrscheinlich ein Augenblick sein noch, wenn du die kriegst. Ich glaube auch. Okay, das hat erstmal funktioniert. Jetzt bringt er natürlich seine Truppen in Stellung. Jetzt haben wir Zamosch verloren und Prömsel. Was? Die Schlacht um Prömsel? Prömsel. Hilf mir mal kurz auf den Trichter. Wo ist denn das? Die Schlacht von Brösel. Ah, ich krieg wieder leere Nachrichtenfenster. Das ist schön. Na ja, ach, gut. Hier ist Prömsel. Ja... Wenn es nicht gleichzeitig noch stocken würde, wären wir das ja herzlich wurscht. Jawohl, wurscht. Griechenland ist erobert, so soll es sein. Gut. Ja, das wurde ja auch mal Zeit, dass da mal einer irgendwie mal zu rein. Ja, das hat sich ganz schön lange hier hingezogen, ey. Jetzt lade ich die Truppen hier noch ein und dann geht's direkt nach Bulgarien. Ich werde mich hier noch kurz ein bisschen aufbauen, aber ich glaube, dass ich eigentlich sogar schon losschlagen kann. Gegen Bulgarien? Ja, gegen Bulgarien, das kann ich jetzt eigentlich schon machen. So, jetzt versuchen sie wieder auszubrechen, diese roten Deppen. Oha, jetzt kriege ich so viele Nachrichten, dass er irgendwo versucht anzugreifen. Jetzt weiß ich, was mir gelungen ist. Der Kessel ist zu. Ich beeile mich ja schon. Ja, du kommst in den Kessel, kommst du nicht mehr mit. Das ist kein Thema. Darum geht's ja jetzt auch gar nicht. So, jetzt habe ich hier einen riesengroßen Kessel geschlossen. So, Bulgarien. Jetzt muss ich mir nur noch ausdenken, wie ich den kaputt mache. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz erobern, Ziel gegen Bulgarien durchsetzen und Bulgarien den Krieg erklären. Muss ich mal schnell, ne? Musst du mal. So, zack. Ein Kriegsziel ist direkt hier oben. Zack. Nee, wir wollen mal bitte auch dort.
Kommt schon, diese russischen Hunde müssen wir zerschlagen. Alles kaputt schlagen. Ja, das ist ja weltbewegend. Wenn wir das schaffen, da haben wir natürlich zwei relativ starke Verbände der Russen, also da oben im Norden auf alle Fälle einen ziemlich starken Verband rausgeschmissen. Und dann hier unten. So, hat man auch nochmal einen ganz schönen Erfolg erzielt. Immer noch nie. Die können wir erstmal wieder verladen. Sag mal, wollen Sie mich verladen? Nee. So. So, Krieg gegen Bulgarien ist eröffnet. Ich bin am Gewinn. Meine Truppen marschieren ein. Das habe ich kommen sehen. Jetzt marschiert der Ungar natürlich hier ein. Schlecht ist das von der Sache her nicht, aber es ist ziemlich ungünstig. So, da muss schon die erste Kavalleriedivision weichen. Kavallerie! Wie lustig. Kavallerie! Unglaublich. Unglaublich. Schießen mit Westek, typisch. Kommen mit einem, wir müssen dann auch so langsam, kommen mit einem Messer zu einer Schießerei. Na, lass es doch. So, werden wir dem Spanier noch ein paar Angriffsziele setzen? Soll der in Portugal einmarschieren? Oh, der hat ja sogar mal was gemacht. Ich werd verrückt. Wie weit haben wir denn dann England jetzt? Na, immerhin, bei 88%. 88? Wird das geschafft über die restlichen Siegpunkte, die du noch hast? Die du noch erobern musst? 4 hast du, glaube ich, noch im Norden, oder? Hoffe ich. Ja, 4. Der ist 5 Siegpunkte, ja. Also wenn du jetzt die 3 noch kriegst, dann ist England raus. Das ist auch ganz wichtig. Ich muss mich gerade nur nebenher immer konzentrieren, was sonst noch so abläuft. Nee, konzentrieren musst du dich auch noch. Oh, du weißt ja, dass dich das so unter Druck setzt. Das trifft's. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Boah, ich bin echt gespannt. Dann danach geht's ab auf die Krim. Ich bin riesig gespannt, ob das funktionieren wird. Das ich bin wird riesig bitter gespannt. Nötig werden. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, was ich tue, wenn dort die Schwarzmeerflotte ist. Dann du weißt nicht, was du tust, ja. Naja, nee, das Problem ist halt die Schwarzmeerflotte dort vor Ort. Die macht mir Kopfzerbrechen, wenn ich ehrlich bin. Ich hab nichts, um gegen die Schwarzmeerflotte zu kämpfen. Du musst nur fix an Land gehen. Naja, aber das sagt sich so leicht, wenn dort Soldaten sind. Wenn dort Schiffe sind, dann... Ich schicke dann meine Flotte vorbei, jetzt mach erstmal das Bulgarien fertig. Ja, ich bin ja schon immer, dabei. Immer mal ein bisschen hier mit den Füßen zwischen die Beine bleiben, ne? Bin ja schon dabei. Da schon die ersten Regionen hier, die ersten Regionen fallen ja bereits schon. Zack, wir gehen mal direkt durch. Ich muss hier gerade organisieren. Ich habe eigentlich viel zu wenig Truppen für das, was ich hier organisieren muss. Zack! Wir rücken vor. Finde ich bewegend. Bulgarien, die wollten sogar noch irgendwelche militärischen Durchmarschrechte. So, warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz in meinem Technologiebaum ein bisschen was durchgucken. Hier, du kannst mal hier oben in England mal Edinburgh einnehmen, da steht nichts. Jetzt bleibt da erst einmal ruhig, Mensch. Nimm doch mal Edinburgh ein, damit wir hier endlich mal England platt machen. So, was willst du jetzt von mir? Du sollst mal Edinburgh oben einnehmen, da steht nichts an Soldaten, an gegnerischen. Ja, geht immer der Reihe nach hier. Weil da nördlich sind gar keine Siege-Pointe mehr hier. 93%, noch 2 Siegpunkte, dann haben wir's. Ja, verrückt. I think I'll go crazy. I think I spider. No? Sehr schön. Eine Sieg nach dem anderen. Ich brauch die 4. Armee. Hey. Brauchst du die Transportboote noch? Aktuell nicht. Naja, warte mal. Kann ich die jetzt hier so einfach... Ach so, warte mal. Sind da jetzt schon Truppen drauf? Warte mal, ich kann mich gerade nicht so richtig sehen. Ja, warte. Kann ich dir geben. Müssen wir bloß mal gucken, ob ich das hier, wie ich das diplomatisch mache, dass ich dir jetzt nie alle Kors, die du mir gegeben hast, zurückgebe, sonst ist dein Panzerkorps nämlich auch gleich wieder weg. Flotte
Achso, warte mal, da sollte ich das vielleicht mal ausgliedern, sonst gibt es doch hier eine Katastrophe. Ach so, ist es ja schon. Ich setz mal die Armee runter nach Alexandria und dann gebe ich sie dir frei. Kannst du sie nach Sizilien schicken oder sonst wo? Ja, nee. Weil damit ich dann schnellstmöglich meine Panzer von der 4. Armee. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. So, akzeptieren. So, du hast sie zurück. Das ist aber nett. Ja, so bin ich. Ich weiß. Alter, wenn ich hier die Organisationsgrad meiner Einheiten so angucke, kann ich dir auch mal verraten, dass das alles eine verdammt enge Kiste war. Wir verloren keine. Ah, ich habe zwei sowjetische Zerstörerflottillen vernichtet, das ist gut. Das ist wirklich gut. Das war zwar nicht meine Absicht, aber ich sag mal... Also Entschuldigung, aber das war nur nicht meine Absicht. So. Alter, der Ungar rastet hier gerade aus. Der hat natürlich jetzt die Lücke, die die Russen mir nicht zugestehen, die hat er jetzt natürlich zur Folge. So, warte, dann mache ich ein bisschen mit hier. Ich will auch noch ein bisschen was hier haben. Was willst du haben? Ich mache hier im Kessel auch ein bisschen mit. Wie, wo? Na, da im Süden. Meine Armee steht bei Mukachevo in Ungarn. So. Ja, mach das. Das ist sogar eine ziemlich gute Idee. Das Ding ist, dass der Kessel gerade offen ist. Deswegen mach nichts, wenn es schnell geht. Sag mal, der Kessel ist wohl offen, oder was? Mein Kessel ist offen, ja. Dein Kessel. Oh. So, das wird hier Sophia gleich fallen. Die Sophia. Das ist schön. Mal schon zwei Siegpunkte eingenommen dann. So soll es sein. So, die Truppen sind wieder verwendungsfähig. Jetzt kommt mir nie mit irgendwelchen Nachrichten, wenn ich gerade... Alter, was ist jetzt passiert? Was ist denn passiert? Frage nicht nach Sonnenschein. So. Oh mein Gott, England ist bei 99%. Das schaffen wir noch. Die letzte Provinz. Oh, die greifst du hier gerade an. Was ist das für eine Stadt? Glasgow? Hohenwulsch. Oh mein Gott, was für ein unfassbarer Erfolg. Ich freue mich so. Dann regnet es erstmal hoffentlich wieder Siegprovinzen. Das wird dann, glaube ich, auch das Ende sein für unsere Folge. Ja, auf jeden Fall. Wir haben die Schlacht um Jafrov gewonnen. Das ist schön. Lass mich nochmal ganz kurz speichern, nur so to be sure, verstehst ja, du? Ja. Okay. So, goodie, es läuft weiter, meine herzallerliebsten Damen und Brigadiere. Brigadier. Okay, der Kessel ist erst mal wieder zu. Alter, 3-8 auf dem Kessel, der Ungar, das ist... Der Ungar geht gut ab hier, hä? Ja, nicht ganz sicher. Oh, was ist denn das hier? Warum scheitern wir hier? Ist ja unglaublich. Wo scheiterst du? Mal bitte supporten. Bitte supporten. Wir haben die Schlacht von Bialystok verloren. Mal wieder. Ah, ich krieg da oben den Kessel nicht liquidiert. Der Siegpunkt da, direkt nach hier durch. Kacke dreist, sag ich dir. Oh oh. Ach nee, komm, nicht, dass das jetzt noch aufgebrochen wird. So kurz vorm Endsieg. Na sowas. Hier stehen zwei niegelnagelneue Infanteriedivisionen nicht im Kampf. Das ist eine Frechheit. Ich kann das auch gar nicht nachvollziehen. Ja, ne? Das ist so lustig, wie du hier dann an deiner Front einmal mal auf Krampf versuchst, noch irgendwelche einsatzfähigen Divisionen zu finden, um irgendwelche Lücken zu stopfen. Aber dafür hast du hier oben absolut nach Lehrbuch jetzt den Kessel geschlossen und, mehrere Armeen komplett vernichtet. Das war richtig gut. Ich habe die noch nicht vernichtet, das ist das Problem. Naja, aber fast. Fast ist eben noch nicht vollständig. Das ist eben genau das Ding. So, wie sieht's denn aus? Glasgow wehrt sich immer noch. Dann verbreitern wir mal ein bisschen die Front. So, 95%. Der Siegpunkt, den haben wir schon eingeholt. Wir haben die Schlacht von Brömsel verloren zum zweiten Mal. Zack, also direkt nach. Direkt in diese Provinz hier hinten. Schlacht von Borokui verloren. Ich hätte natürlich jetzt mal gerne gewusst, wo das war, aber es ist egal. Ach, alles unwichtig. Ja. Sekunde. Du... Was du? Hast nicht zufällig irgendwie... Wie sieht's aus mit meinen Transportboden? Die kannst du dir längst abholen. Die stehen bereit unten. Die stehen in Alexandria, hast du gesagt, ne? Ja. Nö, die ist immer noch italienisch.
Das verstehe ich aber nicht. Ich habe sie dir ja gegeben. Nö, und die waren auch kurzzeitig außerhalb meines. So, warte. Scheiße, jetzt ist der Kessel schon wieder offen. Ich gehe an den Krückstock. Nö, ich kann dir die Flotte nicht mehr zurückgeben. Jetzt, die müssen dir gehören. Nö, die sind da eh nicht. Scheiße, jetzt bricht da hier oben alles auf. Aber wieso das denn? Ich glaube, das ist ein Bug, wenn du mich fragst. Warte mal. Ach was. Das Spiel ist doch bugfrei. Nee, ich kann das jetzt hier nicht mehr auswählen. Also vorhin konnte ich das auswählen. Aber das ist dir offiziell, also es ist dir so gesehen irgendwie zurückgegeben worden. Ich weiß auch nicht. Was? Wo ist denn jetzt hier eine sowjetische Armee? Ach so. Ich wollte gerade sagen. Hä? So, warte mal. Dann machen wir mal lieber hier einen Stillstand. Stillstand, das trifft's ganz gut. Glasgow. Schlacht in Glasgow ist erstmal gewonnen worden. Das heißt, oh, das ist gut, weil das ist der letzte Siegpunkt. Glasgow ist der letzte Siegpunkt, dann haben wir's. Die müssen noch einmarschieren, die Jungs. Dann haben wir's aber. Wenn die Stadt fällt, ist es gelaufen. Halt, Glasgow ist gefallen. Dann war's das. Ja, zeige mal her. Britte müsste 100%. Ja, dann wow. Ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis er kommt. Ja, wir warten. Das warten wir noch ab und dann haben wir unser Folgenende erreicht für heute. So, ich schieb mich derweil hier in Bulgarien ordentlich weiter voran. Ja. Ich guck zu, wie ich hier zugucken kann, wie das alles nicht wird. Na, guck mal. Obwohl, das ist schon ein bisschen zu pessimistisch gesagt. Das geht schon, aber... So. Jetzt habe ich gerade mich verklickt. Verklickt? Oh, jetzt, jetzt lädt's. Jetzt ist durch. Wuhuhuhu. Pause. Guck dir mal mein italienisches Weltreich an. Ich muss erst mal ganz kurz warten. Was hast denn du alles beantragt, Alter? Ich hätte das mal ein bisschen kontrollieren müssen. So, jetzt sehen wir hier gerade natürlich die Nachrichten. Jetzt habe ich hier sämtliche... Ich kann's... Ist ja mal scharf. Deutschland siegreich, Marionettenstaat gegen Bhutan. Ja, das ist normal. So, jetzt gucken wir uns das an. Jetzt ist das hier also alles hübsch grau, ne? So wie sich das gehört. Und grün. Es hat also jetzt hier den Zustand erreicht, den es haben sollte. Auch das ist jetzt alles komplett grau. Wir haben also keine Analionetten mehr. Hier. Guck mal, du hast 90% von Dingsbums bekommen von Äthiopien, ne? Echt? Ja. Das ist ja auch geil. Vor allem ist das tatsächlich einfach nur deutsch besetzt, ne? Gegen die, kann ich denen das irgendwie abgeben? Ja. Keine Ahnung. Müssen wir mal kurz, das würde ich mal ganz kurz gerne noch machen. Ja, ja, mach. Ich setze mal dem Japaner und so weiter ein paar Siegpunkte im Osten von Russland. Großbritannien, Pakistan, könnte Indien befreien. Das ist natürlich, das verschiebe ich auch mal auf die nächste Folge, die Diskussion, ob ich Indien befreie oder nicht. Mhm. Kriege ich hier gerade Blicke von rechts und Gesten. Indien, voll. Pakistan, muss ich mal gucken, ob ich das befreie oder nicht. Das sieht jetzt schon wirklich fast nach römischem Weltreich aus. Oh, hier. Und das, was die Dingsbums hier, die Japaner besetzt haben, ist jetzt auch japanisch geworden. Ja, was? Das ist natürlich gleichwohl witzig als auch amüsant. Naja, warum? Naja, das große, dicke, grüne Ding hier und dann natürlich wieder Deutsch-Afrika hier unten. Aber dezent groß. Das Ding ist, dass jetzt wahrscheinlich die Südafrikaner wieder anfangen werden, von Süden nach Norden durch Dings zu marschieren. Das stimmt. Das stimmt, das hat man schon mal. Naja gut, dann müssen wir da vielleicht mal irgendwie irgendwann mal irgendwie mit einer Landung beginnen. So, ich würde jetzt erstmal aber hier wieder reinzoomen, dass es nicht mehr so stockt. So, und jetzt können wir erstmal... Möchten wir unser Abschlussgebet sprechen? Genau, wir haben ja heute hier, also heute ist ja hier, jetzt ist viel passiert hier, muss man wirklich mal sagen. Heute ist viel passiert, wir haben also... Ja, wir haben eine relativ zweifelhafte Offensive momentan gegen die Sowjetunion, das heißt schwerpunktmäßig ja ich. Werden wir sehen, dass wir das alles hinkriegen, dass wir hier die Kessel geschlagen haben. Wir sehen es bereits hier in der Mitte, befindet sich jetzt eine relativ große Lücke, weil er natürlich jetzt Kräfte abgezogen hat. Er hat Kräfte abgezogen nach Norden. Man sieht hier die Stapel, um diesen Kessel zu entsetzen. Das habe ich aber, ihr habt es gesehen, was das für ein Kampf war, um das zu verhindern. Das hat also ganz gut geklappt. Hier ist jetzt ein riesiger Haufen an Einheiten. Ein Teil ist schon vernichtet. Den Rest werden wir jetzt auch noch platt machen. So, und hier unten... Der Kessel macht mir natürlich besonders Sorgen. Wenn wir den aber loswerden, haben wir auch im Süden ein großes Loch geschlagen. Und vor allem, man sieht es hier an diesen Täfelchen mit zahllosen Panzerdivisionen, die wir dann da vernichtet haben werden.
Allerdings sieht man es auch hier draußen, er hat immer noch was in petto und richtig. Die Sowjets produzieren auch wie Sau. Und dann gibt es auch hier oben noch, das würde ich noch ganz kurz erwähnen, in der Politik, nämlich hier ein Ausbildungsrecht. Und wenn man zum Beispiel die minimale Ausbildung nimmt, die Ausbildungszeit nimmt, reduziert sich die Einheitenrekrutierungszeit um 10%, während ich momentan eben eine 20%ig erhöhte Ausbildungszeit habe. Und das ist natürlich, ich nehme an, dass der Russe auch tatsächlich die minimale Ausbildung nur nimmt, denn der ist tatsächlich wahnsinnig schnell, was der an Einheiten aufs Feld ruft. Was hast du? Welche ist das? Welche ist das? Die? Was, die ich habe? Ne? Hoch. Na, ich habe die Spezialausbildung. Wo jetzt bei... Ausbildungsrecht in der Politik. Achso, die Spezialausbildung habe ich auch, ja. Ja, ja, und die erhöht natürlich die Ausbildungszeit. Ah, ja. Das ist auch recht spürbar, weil ich habe das mal mir angeguckt, zwischen den Unterschieden von der Panzerdivision zum Beispiel bei der Produktion zwischen... Wann werden die überall fertig? Am 19. August hageln dann auch meine schweren Panzer rein. Tja, die hätte ich, wenn ich die jetzt schon gehabt hätte, hätte es das hier einigermaßen leichter gemacht. Ich glaube auch, dass ich das mal ich glaube, ich werde das auch mal ein bisschen umstellen bei mir. Jetzt mal noch nicht, aber danach vielleicht auch. Ich werde auch mal sehen, wenn ich die produziert habe. Ich mal gucken, ob ich vielleicht auch meinen. Weil ich habe jetzt wieder. Ich bin jetzt bei 389 IK. Ich habe jetzt also gerade ganz gut IK dazu bekommen. 389 IK, ich habe jetzt 195. Ich hab 50 IK jetzt dazu bekommen durch die endgültige Kapitulation der ganzen die anderen. Kilorien. Und ja. Also wir werden mal sehen, was das passiert. Die Italiener sind ja bis jetzt auch recht erfolgreich. Auf jeden Fall, also das Ungarn Griechenland, niedergeworfen, genau, Griechenland niedergeworfen, Bulgarien, ist eigentlich auch schon so fast am Ende, also schon bei 95% Kapitulation. Da brauche ich bloß noch diese eine Provinz hier oben, diese Küstenprovinz, von der aus dann auch mein letzter großer Akt in diesem Spiel schon beginnen wird, nämlich die Operation der Krim und das Aufbauen einer zweiten Front, um den Menenor hier zu unterstützen. Ich bin gespannt. Das ist übrigens cool, weil du hast dich doch mal so lustig gemacht, ne, über die Farbgebung der Italiener und was war's? Hä? Er hat sich doch mal lustig gemacht, dass man dann italienische Schraffur auf irgendeinem anderen Grün so gut sieht. Ja. Ja, das war in Saudi-Arabien. Genau, dann Fischne mit Bulgarien finde ich das irgendwie noch geiler. Das habe ich mir auch schon gedacht. Das ist gerade so. Da muss man so den grauen Schatten ahnen. Ich finde das ganz cool, ist schon gell? Nicht schlecht. Naja, gut, wie dem auch sei, also bis zum nächsten Mal, haut's rein, gell? Wir sehen uns bald. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.